Was sind so deine ersten Berührungspunkte, wenn du an Kindheit denkst, mit dem Thema Religion und Glauben? Also ich habe allerbeste Erinnerungen an meine Sonntagsschullehrerin. Das war bei uns wichtig im Dorf. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, beziehungsweise sehr abgelegen, eigentlich recht weit vom Dorf fort. Trotzdem hat man nach 6 Tagen Schule am Sonntagmorgen auch noch Esterweg gemacht und ist sehr gerne zu der Anna Walsecki in die Sonntagsschule. Mir war dann schon klar, dass es super gute Geschichten gibt, dass super gute Geschichten erzählt werden. Sie sind aber tatsächlich auch durch die Frau, die richtig ist aufgegangen in dieser Aufgabe und die auch jahrzehntelang gemacht in diesem Dorf, sie sind wunderbar vermittelt worden an uns Kind. Gibt es da noch so eine Bibelgeschichte, die dir besonders geblieben ist schon bis heute, die dich vielleicht sogar geprägt hat? Ja, viele. Eigentlich alle die, wo Jesus immer wieder sagt, wie man mit den sogenannten Geringsten in der Gesellschaft umgeht. Das ist irgendwie etwas, was mich auch immer wieder begleitet, wo mir selber sehr wichtig ist. Wir sind alle gleich. Trotzdem hat es viele, die irgendwie schwer haben im Leben, die am Rand stehen, wo ich eigentlich nicht sicher bin. Jesus schaut bestimmt vor allem auf sie und ich schaue es jetzt als meine Verantwortung an, so mitzunehmen in meinem Engagement in der Politik. Jesus Christus hat selber ja den Ruf gehabt, als Freund der Sünder, ist eben auf Leute zugegangen, die sonst von der Gesellschaft ein bisschen abgestoßen waren. Was macht jetzt auch heute als erwachsene Person Jesus zu einer, sage jetzt mal, interessanten Persönlichkeit für dich? Dass er sich auf die Seite von denen gestellt hat, wo sie ausgrenzt waren, wo auch Fehler gemacht haben oder vermeintliche Fehler oder die nicht in die Gesellschaft passten, so wie man sich die dann vorgestellt hat. Und es ist uralt und top aktuell, oder? Also wir haben das heute genau gleich. Es ist ein bisschen die Frage, wie man mit dieser Aufgabe umgeht und ob man wagt zu sagen, Jesus hat es so gemacht, jetzt stelle ich mich auch auf diese Seite. Jetzt, wenn Jesus heutzutage in der Wandelhalle wäre, was würde er den Politikern für eine Botschaft weitergeben? Manchmal gehört es dazu, auch Klartext reden. Man muss auch mutig sein, das gehört auch zur Politik. Wirklich auch sagen, für was man einsteht und nicht irgendwie lavieren. Aber gleichzeitig immer im gegenseitigen Respekt. Ich finde, das ist enorm wichtig. Das ist eine Grundlage, die man hier nicht selten verlieren sollte. Der gegenseitige Respekt. Vielleicht könnte man dem, vielleicht würde Jesus dem Nächstenliebe sagen, oder? Wie man einander halt auch in der Politik selber begegnen, auch wenn man auf unterschiedlichen Seiten steht. Der Zugang heute gerade zum Glauben und zur Religion eher schwieriger geworden. Angela Merkel hat auch in ihrem Besuch an der Uni Bern gesagt, dass viele Leute zum Beispiel die Fest gar nicht mehr erklären können oder nicht mehr bibelfest sind, weil sie sich wünscht, dass die Leute bibelfester werden. Was denkst du, wo sollte man da den Hebel ansetzen, dass man das wieder ein bisschen besser kennt? Ist sicher nicht ganz einfach. Es ist natürlich die ganze Informationsflut und die vielen, vielen Möglichkeiten, die man heute hat, sei es junge Menschen, sei es auch ältere Menschen. Man hat unglaublich viele Möglichkeiten, sich mit etwas zu beschäftigen oder auch nur schon zu zerstreuen. Es ist nicht einfach und ich habe kein Patentrezept. Aber ich glaube, dass die Kirche, ich sage jetzt demnächst allgemein so, sehr viele Strömungen auch innerhalb der Kirche sich gut einstellen auf die neue Situation und auch immer wieder probieren, mit anderen Konzepten auf Jugendliche zuzugehen, auf die älteren Semester. Wir haben das zum Beispiel auch in meiner Kirche gemeint. Wir haben jetzt angefangen, am Sonntagabend zum Beispiel gegen Abend einen Gottesdienst zu machen und den manchmal schon ganz anders zu gestalten, eben einen Gesprächsgottesdienst oder einen Musikgottesdienst. Und dann kann man wieder andere Kreise dazu bringen, doch wieder eins zu kommen, sich doch wieder eins mit dem Thema auseinandersetzen. Die Reformator wollte ja die Menschen auch abholen, versucht die Kirche neu zu denken und sie sind auch vor allem auch bei diesem Gnadenbegriff bleiben kleben, dass sich alles ein Geschenk ist. Jetzt, was heisst 500 Jahre später, oder vielleicht 2000 Jahre später, wenn man sich auf Jesus bezieht, was heisst, wenn überhaupt etwas Gnade für dich? Für mich ist es die Aufforderung an uns alle, von dieser Gnade, die wir davon dürfen profitieren, ganz viel weiterzugeben, andere ist zu engagieren für die, die es nicht so gut geht. Ober den Tellerrand aus und auch über die Landesgrenzen aus. Der Reformator hat ja auch den Glauben betont, Gnade als Zugang zum Glauben. Was heisst heute Glauben? Für mich bleiben manchmal Fragen offen. Es gibt auch Momente, wo ich nicht so sicher bin, ob alles so stimmt, wie ich mir es vorstelle. Ich denke,
Der Glaube ist etwas, das mir sehr Kraft gibt. Der Glaube ist etwas, das mir durch Jesus, so, durch sein Vorleben, eigentlich Sachen mitgegeben, die ich im Alltag brauchen kann. Für mich ist der Glaube auch eine grosse Freiheit. Also da drin können wir so immer wieder probieren, den Platz zu finden, wo stimmt und ja, wo uns trägt. Du hast ja gerade das letzte Stichwort gegeben, Freiheit. Das hat ja der Reformator so fest betont, dass der Luther sogar seinen Familiennamen geändert hat, Freiheit. Jugendliche sind heute relativ fest überfordert, weil sie all die Optionen sehen, sei es im Datingbereich, sei es in der Berufswahl. Was ist die, auch von deiner Lebenserfahrung her, ein gesunder Umgang mit der Freiheit, die der Mensch hat oder die Jugendliche haben? Ich glaube, wir brauchen immer, nicht nur als Jugendliche, auch später im Leben brauchen wir immer irgendwie so die richtige Mischung von Rahmenbedingungen, vielleicht sogar Vorschriften und Freiheiten. Die innere Freiheit, glaube ich, ist etwas vom Wichtigsten. Das ist die, wo man sich darf, die Gedanken sind frei, den Glauben darf man so interpretieren, meine Werte kann ich grundsätzlich so interpretieren, wie ich möchte. Dort habe ich eine grosse Freiheit und die Gesellschaft braucht das Rahmen, braucht so, dass man sich an etwas muss halten, dass man verlässlich so sein, dass man nicht einfach Grenzen überschreitet, die man zwischenmenschlich nicht und überschreiten sollte, die man aber sicher auch vom Gesetz her gesehen, rein von der weltlichen Gesetz her gesehen, nicht selten überschreiten. Ich finde, es braucht immer die richtige Mischung.